Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Herr Stein, der Kollege Kosiski hat schon sehr, sehr vieles zu den inhaltlichen Forderungen Ihres Antrags gesagt. Deswegen kann ich mich auf einige Ergänzungen beschränken an dieser Stelle. Ich habe mich beim Lesen zunächst mal gefragt, was haben Sie eigentlich für ein Bild von der Polizei in Nordrhein-Westfalen? Weil dieses Bild, was Sie hier am Anfang aufzeichnen, das ist ja im Grunde genommen ein bisschen die Überschriften, die Sie mal irgendwo aufgeschnappt haben, aber es ist nicht das, was die Polizei in Nordrhein-Westfalen tatsächlich bewegt. Sie sind, lieber Kollege Stein, selber im Untersuchungsausschuss, der sich jetzt in den letzten Wochen intensiv mit der Suche nach No-Go-Areas beschäftigt hat. Und ich glaube, ohne eine unzulässige Beweiswürdigung vorwegzunehmen, müssen Sie mir doch zustimmen, dass Sie niemanden gefunden haben, weder auf der Ebene der Polizeipräsidentinnen und Polizeipräsidenten noch auf Ebene derjenigen, die täglich auf der Straße sind, die gesagt haben, bei mir vor Ort ist ein Gebiet, da traut sich Polizei nicht mehr rein. So, das muss man einfach mal festhalten, was Sie da für ein Bild von Polizei zeichnen. Das geht einfach an der Realität vorbei. Es geht auch an der Realität vorbei, zu sagen, Polizei hat so furchtbar knappe Ressourcen. Wir haben mit Rot-Grün, ja, steht unter Römisch 1 drin, Kollege Lürbke, wir haben mit Rot-Grün doppelt so viel Polizei eingestellt. Die Ressourcenknappheit, die gab es unter Schwarz-Gelb. So. Wenn man sich jetzt die weiteren Punkte anschaut, dann sprechen Sie von der, bemühen Sie Herrn Münch vom BKA mit diesem Zitat der cyberfähigen Polizei. Kollege Herrmann wird wahrscheinlich sich genauso an diesem seltsamen Begriff gestoßen haben, wie ich das tue. Ich finde ihn ja, mindestens gewöhnungsbedürftig zu sagen, cyberfähig. Natürlich stellt sich Polizei den Fragen des digitalen Zeitalters, aber zu sagen cyberfähig, das ist einfach viel zu kurz gesprungen. Wenn man sich das anschaut, was da die Bandbreite ist von einem relativ einfachen, kriminologisch relativ einfachen Betrug bei eBay hin zu koordinierten Hackerattacken. Da haben wir eine riesengroße Bandbreite, die die Sicherheitsbehörden beschäftigt und mit der sich die Sicherheitsbehörden auch in angemessener Weise auseinandersetzen. Wenn Sie sich auch schon alleine das Abwehrzentrum beim LKA anschauen, was auch wir unter Rot-Grün aufgebaut haben. So, dann möchten Sie gerne, das fand ich besonders spannend, noch zu schaffende Datenbanken vernetzen. Das heißt, Sie wissen noch gar nicht so genau, was Sie eigentlich an Daten gerne hätten, aber dass die vernetzt werden sollen, das wissen Sie schon. Ich gebe ohne weiteres zu, lieber Kollege, Datenaustausch zwischen Behörden ist sinnvoll an vielen Stellen, wenn er denn verhältnismäßig ist, wenn er sich auf klaren rechtlichen Grundlagen bewegt, aber nicht alle Daten, die es gibt oder die es geben könnte, müssen pausenlos durch alle Sicherheitsbehörden kursieren. Rechtsgrundlagen, wie gesagt, fehlen für einiges von dem, was Sie sich da ausgedacht haben, auch. Und der wesentliche Unterschied ist, die Daten, die noch nicht erhoben werden, die muss man auch nicht erheben, nicht auf Teufel komm raus erheben. Das gilt natürlich auch aus den Debatten, das kennen Sie, für Themen wie Vorratsdatenspeicherung, auch die Ausweitung der Vorratsdatenspeicherung, etwa auf Messenger-Dienste, die brauchen wir an dieser Stelle auch nicht. So, jetzt geht es zur Unterüberschrift, die Digitalisierung der Polizeiarbeit. Sie haben sie so ein bisschen in einer technischen Hinsicht skizziert, von wegen, jetzt geben wir jedem Polizisten ein Tablet in die Hand und dann wird alles gut. Diese technische Hinsicht ist, so wie Sie das sehen, deutlich verkürzt. Aber es wird natürlich niemand was dagegen haben, gute technische Rahmenbedingungen für eine digitalere Polizeiarbeit zu schaffen. Der Kollege Kosiski hat eben schon angesprochen, dass das Thema der letzten EMK ja durchaus auch war, weil es ein wichtiges Thema für die Polizei in Deutschland insgesamt und natürlich auch für die nordrhein-westfälische Polizei ist. Ich kann für uns als grüne Fraktion sagen, wichtig sind bei solchen Debatten immer ein hohes Maß an Sicherheit, ein hohes Maß an Datenschutz, Manipulationssicherheit und für uns ist auch wichtig, dass wir die Beteiligten
dass wir eine Beteiligung sicherstellen für die Betroffenen, dass eben, wenn sich Arbeitsabläufe an diesen Stellen ändern, auch Betroffene zu Beteiligten gemacht werden. Ich glaube, der Antrag selber ist an vielen Stellen unzureichend. Nichtsdestotrotz kann man ihn als Aufhänger nehmen für eine spannende Debatte im Ausschuss. Darauf freue ich mich und wünsche Ihnen, auch wenn ich schon sehe, dass eine Kurzintervention kommt, jetzt schon ein erstes Mal schöne Feiertage. Vielen Dank, Herr Kollege. In der Tat, bevor es eine intensive weitere Debatte im Ausschuss gibt, gibt es heute eine Kurzintervention vom Kollegen Stein, dem ich hiermit auch das Wort erteile, der auf dem Platz von Herrn Hofen-Jürgen sitzt. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Danke für die Wünsche für ein frohes Weihnachtsfest. Ich möchte das jetzt auch nicht allzu weit ausdehnen. Wenn ich Sie anfangs richtig verstanden habe, haben Sie mir vorgeworfen, dass ich kein richtiges Bild von der Polizeiarbeit da konkret gehabt hätte. Ich kann Ihnen sagen, dass ich leider Einbruchsopfer geworden bin und genau diese ganzen Erfahrungen machen musste, die mich doch sehr verwundert haben, und dass ich dort auch zahlreiche Gespräche vor Ort führen konnte und diese Sachen, die ich dort anbringe, durchaus auch wünschenswerte Forderungen vieler Polizeibeamte sind. Also das ist nicht so, dass das alles aus der Luft gegriffen ist, so wie Sie das versuchten darzustellen. Da steckt ein Fundament hinter. Ich habe auch zahlreiche Telefonate geführt, auch mit Menschen, die kein CDU-Parteibuch haben, die auch bestätigt haben, dass diese Stoßrichtung grundsätzlich richtig ist. Ich verstehe, dass Sie dort eine andere Ansicht haben wollen, weil es ja unangenehm ist, weil die Digitalisierung in diesem Bereich eben nicht so zügig vorwärts geht, wie es sinnvoll wäre. Und ich nehme auch zur Kenntnis, dass Sie uns wie immer eine Totalüberwachung vorwerfen, nur weil wir sagen, existierende Daten in erster Linie sollen doch einfach nur vernetzt und ausgewertet werden. Das hat nichts mit Totalüberwachung zu tun. Die Daten sind ja schon längst da. Wir wollen einfach nur die Arbeit der Polizei auf den aktuellen Stand der Dinge bringen, damit eben auch weiterhin die Beamten motiviert Verbrechen bekämpfen können und das auch erfolgreich eben, weil eine erfolgreiche Verbrechensbekämpfung wieder zu höherer Akzeptanz der Polizei führt, der Polizeibehörden, des Staates in letzten Endes auch führt. Und ich merke, ja, es ist doch länger geworden. Ich komme jetzt hier zu Ende, sonst könnte ich auch noch 5 Minuten weiterreden. Ich danke und bin gespannt auf Ihre Antwort. Vielen Dank, Herr Kollege Stein. Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Kollege Stein, ich glaube, beim ersten Teil Ihrer Kurzintervention haben wir uns schlicht und ergreifend missverstanden, dass Sie Einbruchsopfer geworden sind. Das haben Sie an anderer Stelle in einer Diskussion, wo wir beide beteiligt waren, ja schon mal erwähnt. Da habe ich auch schon mein kollegiales und persönliches Bedauern dafür ausgedrückt, dass so eine Erfahrung mit Sicherheit dann auch für unsere parlamentarische Arbeit dann Erkenntnisse bringt. Das will ich auch überhaupt nicht anzweifeln. Mir ging es, als ich gefragt habe, was haben Sie eigentlich für ein Bild von der Polizei in Nordrhein-Westfalen, um den ersten Satz Ihres Antrags, wo es sofort wieder heißt, No-Go-Areas, Angsträume, alles ist ganz katastrophal in NRW. Da war mein Appell, ein bisschen Maß zu halten in der innenpolitischen Debatte. Das tut uns allen gut und das nützt auch dann den Richtigen, wenn wir uns daran halten. Und der zweite Punkt, den Sie gerade noch aufgegriffen haben, war, so schlimm ist das ja, verwendet die CDU ja gar nicht. An der Stelle habe ich mich auch gestoßen an einer Formulierung aus Ihrem Antrag, nämlich unter Römisch 3, Arabisch 2 vorhandene sowie noch zu schaffende Datenbanken. Da können Sie jetzt nicht sagen, die Daten und die Datenbanken, das ist eh schon alles da, wenn Sie selber sagen, wir wollen noch Datenbanken schaffen. Sorry, dann ist das auch ein Thema, das können wir gerne im Ausschuss diskutieren, was jetzt vorhanden ist und was Sie noch schaffen möchten. Nochmals frohe Feiertage und herzlichen Dank.